Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Sosnovka in der XXL Challenge hier versus Solaris Game World. Ja, wir sind hier dabei, gerade ziemlich Unfug zu machen, denn wir haben in der letzten Folge noch was ausprobiert. Es hat geklappt. Wir haben 6 Eierpaletten auf den Palettenwagen gestellt, auf den Ballenwagen, ne? Und haben den in den Spawner von den Eierpaletten gestellt. Das ist natürlich relativ wirksam, dadurch, dass wir dann im Prinzip, wenn die 6 Paletten voll sind, im Prinzip einfach nur noch wegfahren müssen, einkoppeln, wegfahren, die nächsten hängen rein und es wird weiter gefüllt. Wäre eine optimale Sache. Wäre eine relativ optimale Sache. So, wir wollen jetzt natürlich gucken, dass wir hier ordentlich weiterkommen. Das Feld ist nicht fertig geerntet. Nein, da steht noch was. Warum steht da noch was? Hallo, Kollege? Das kann doch nicht sein. Lässt einfach was stehen. Gut, machen wir es mal eben fertig. Das ist ja nicht das Problem. Das können wir mal eben fertig machen. Das geht. Anschließend können wir uns jetzt um den Neueinsatz kümmern. Das wäre eine optimale Sache. Das wäre eine optimale Sache, wenn wir uns wieder um die Einsatz kümmern würden. Das heißt, wir müssen hier düngen, grubbern, düngen, einsehen. Das geht aber auch relativ zügig und sollte eigentlich kein größeres Problem darstellen. Jetzt aber erstmal hier abtanken. Sollte das eigentlich auch passen. Sehr, sehr viele Sojabohnen. Sehr, sehr viele Sojabohnen. Kredit sieht eigentlich ganz gut aus. 0 Euro, ne? 5000 plus aktuell. Das ist in Ordnung. Wir haben hier aktuell 194 Hühner. In einer Stunde kommt schon wieder das nächste Huhn. 26 Liter Eier sind drin. Das ist perfekt. Aktuell keine Missionen, die wir hier durchführen. Klar, wir kümmern uns jetzt erstmal um die eigenen Felder. Das steht an. Wir haben Feld 19, Feld 20, Feld 14, Feld 31. An Feld 31 sind wir jetzt gerade dran. Mhm. Wir wollen weiter kaufen. Wir wollen in Richtung Feld 26 gehen oder in Feld 15. 26 wäre preiswerter. 15 würde uns mehr helfen. Ich würde eher in Feld 15 erstmal gehen. Dann anschließend schauen, wo es weiter hingeht. Ja, 3.40 Uhr, wir sind hier relativ dunkel. Das ist das kleine Problem. Aber okay. Das sollten wir hinkriegen. Ja. Schneidwerk ist ein bisschen zu groß für den Hänger. Für den Schneidwerkswagen, ne? Wir brauchen definitiv einen besseren Schneidwerkswagen. Das haben wir. Haben wir das hier? Ja, haben wir. Haben wir, oder? Wir legen das anders drauf. Passt auf. Machen wir es mit Traktor. Oder wir uns wirklich ein größeres. Ah ja, ob wir uns das oder das, das macht, glaube ich, die Kohle nicht fett. Dann ist das, glaube ich, eher besser. Dann ist das, glaube ich, besser. Ne?
Passt auf, dann werden wir optimieren. Wieder nehmen wir den Schneidwerkswagen mit. Nehmen wir mit. Ne, brauchen wir nicht. Können wir ja zurückgeben einfach. Haben wir nicht gemietet. Haben wir nicht gekauft, sondern gemietet. 3.49 Uhr. Ganz schön dunkel hier. Ganz schön dunkel hier. Gut, mit dem Hänger fahren wir jetzt in Richtung Hof wieder. 5.556 Liter Sojabohnen sind drin. 19.000 Euro haben wir aktuell auf dem Konto. Das ist nicht wirklich viel. Aber sollte erstmal reichen. Sollte erstmal reichen. Das sollte erstmal reichen. So, wir fahren einmal in Richtung Hof, um das einmal zu entleeren, den Kipper. Dann geht es weiter in Richtung Fahrzeughändler, um einen anderen Schneidwerkswagen. Dann sollte es eigentlich passen. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir aber hin. Ich meine, teuer ist das ja nicht, von daher alles easy. Können wir irgendwo noch kaufen, alles nach und nach. Das passt. Das passt, Leute. Ich freue mich noch auf jeden Fall auf die nächsten Ernten. Das könnt ihr mir glauben. Auf die nächsten Ernten freue ich mich auf jeden Fall schon. Das könnte natürlich verdammt viel Geld bringen. Das könnte viel Geld bringen. So, das wäre das. Fahren wir jetzt zum Fahrzeughändler und holen uns den Schneidwerkswagen. Dann holen wir uns den Schneidwerkswagen, ne? Dann passt das. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht, denke ich mal, relativ gut aus. 4.05 Uhr gerade aktuell. Wir müssen jetzt halt warten, dass es ein bisschen heller wird, damit wir ein bisschen mehr sehen wieder. Da steht der Schneidwerkswagen. Und die Größe ist auch in Ordnung. Zumindest besser als die andere. Von daher, das sollte auf jeden Fall passen. Das sollte auf jeden Fall passen. Na? Da hatten wir dann einen Schneidwerkswagen von links direkt. Nee. Ja, ist ja gut. Brauchst du nicht hupen. So, einmal ab damit zu Fett 31. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter, Leute. Dann geht's weiter. Wir müssen nämlich noch was besorgen. Wir müssen auf jeden Fall noch was besorgen, Leute. Ja, geht nicht anders. Müssen wir.
19.000 ist ganz schön wenig, ne? Wenn wir uns überlegen, wir wollen Feld 15 holen für 127.000, da fehlt uns verdammt viel Geld. Über 100.000. Das mit dem Ball müssen wir auch noch eine Lösung für finden. Da habe ich aber auch schon eine Lösung für. Relativ einfache Lösung, relativ einfach, aber simpel. Nee, relativ einfach, aber genial. So eher, ne? Denn ich habe was gefunden, was uns da ordentlich was helfen könnte. Das habe ich mit reingenommen. Das werden wir uns gleich mal besorgen. Aber wie gesagt, erstmal hier Feld 31 weitermachen, dass die Einsaat läuft. Einmal düngen und dann weiter geht's. Düngen, grubbern, grubbern, düngen, düngen, grubbern, düngen, einsehen, düngen. Irgendwie sowas. Was machen wir auf Feld 31 drauf? Sollen wir in Richtung Gerste gehen? Ich habe keinen Bock mehr nochmal Sojabohnen zu machen. Soja bringt zwar relativ viel Geld, aber der Ertrag ist relativ wenig. Ich denke mal, dass Gerste oder so eventuell genauso viel bringen könnten. So, der Schneidwerkswagen ist weg, sehr schön. Das sollte wesentlich besser sein. Wesentlich besser. Perfekt. Gut. Koppeln wir den mal ab. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert mit Drescher. Ich freue mich, wenn es wieder hell ist. Ich freue mich sowas von, wenn es wieder hell ist. Glaubt ihr gar nicht. So, sehr gut. Ich sehe schon gar nicht mal, wo ich langfahren muss. So dunkel ist es hier. Ich sehe schon gar nicht mehr, wo ich lang fahren muss. Alter Schwede. Ich sehe gar nicht die Wege hier. Alter Schwede, ist das dunkel. Wir müssen ja dann noch arbeiten. Das ist heftig. Okay, ist ja eine Challenge, ne? Wir sind eine Challenge und da müssen wir natürlich jede Minute ausnutzen. Jede Minute ausnutzen. Wenn wir jetzt schlafen würden, wären wir ziemlich hinterherhängen in der Challenge. Das wäre das. Ja. So sieht's aus, ne? Gut, wir müssen jetzt düngen. Feld 31 muss jetzt gedüngt werden. Dann müssen wir anschließend mit dem Grubber drüber, dann anschließend nochmal düngen und dann mit der Sämaschine.
Komm schon. Haben wir hier rum. Danke sehr. Alter Schwede, ist das dunkel. So, das hätten wir. Dann müssen wir einmal zurück. Einmal den Düngestreuer besorgen. Ich bin froh, wenn es wieder hell wird. 4:40 Uhr sollte bald wieder hell werden. 5 Uhr, 6 Uhr circa sollte es langsam hell werden. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Komm schon. Zack. Tempomat an. Und sieht, denke ich mal, relativ gut aus. Ja, wie machen wir das weiter? Wir müssen natürlich weiter optimieren, klar. Ist nur die Frage, wie machen wir das? Wir müssen gucken, dass wir die Ballen einsammeln. Die Ballen einsammeln, ja. Wir müssen gucken, dass wir die Ballen einsammeln mal. Mit dem Hof lagern. Dafür haben wir was. Dafür habe ich was mit reingenommen, das werden wir gleich mal machen. Na gut, wir müssen erst noch hier ein bisschen arbeiten. Haben wir einen Düngestreuer dran. Okay, dann nehmen wir den hier. Einmal rüber. Dann geht es hier mit in Richtung Feld 31. Dann sollte es passen. Ich hoffe, dass es passt. Ich hoffe sehr, dass es passt. Sollte aber. Ich hab aber noch keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Noch keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich weiß nur, dass es hier ziemlich dunkel ist. Aber gut, da hinten wird es wieder heller. Langsam. Langsam, aber sicher wird heller. Der ist schon mal sehr gut. Endlich bald die Nacht vorbei. Endlich bald die Nacht vorbei, Leute. Ja, da freue ich mich. Da hinten wird heller. Da hat ziemlich duster und da wird heller. Ich weiß schon gar nicht mal, wie die Sonne hier aussieht. So ungefähr. Aber gut, Krimmeln. Das Krimmeln. So, folgendes. Wir brauchen jetzt den Grubber. Dafür nehmen wir uns den Deutz. Ja, den John Deere. Schnappen uns den Grubber. Das sollte damit eigentlich relativ gut funktionieren und schnell laufen. Ne? Ich denke mal, das wird nicht das große Problem sein. Hier mit dem Grubber zu arbeiten. Ich hab Durst. Ich habe durch. Ich habe verdammt viele heute schon aufgenommen. Wahnsinn. Und wer viel spricht, muss auch viel trinken. So ist das leider.
So ist das leider. Aber es sieht gut aus. Ja, im Dunkeln würde ich die Ballen auf jeden Fall stehen lassen. Wir holen sie im Hellen dann ran, die Ballen. Wir haben noch überall Ballen stehen, das ist das Problem. Was machen wir jetzt mit dem Drescher? Was machen wir jetzt aktuell mit dem Drescher? Die Felder wachsen, da können wir ja gerade nichts machen. Das heißt, wir würden eventuell eine Dreschermission machen. Wir müssen die Maschinen reparieren, sehe ich gerade. Geh grubber. Mit dem Johnny. Auch repariert, perfekt. Hat leider auch wieder ein bisschen Geld gekostet, aber okay. Kann man leider nicht ändern. Helfer Go. Ah, hier hat er nicht gedüngt, ne? War ja klar. Muss der düngen, Kollege. Du musst da düngen. Ganz, ganz wichtig. Ist sowas von wichtig, das glaubst du gar nicht. So, der ist dran. Was machen wir jetzt als nächstes? Die Felder wachsen. Feld 14 ist bald wieder erntereif. Wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen was machen, ne? Haben wir eine Ernte? Feld 10. Feld 10 Gerste-Ernte. 3.700 Euro. Feld 5 Zuckerrüben. Okay. Bringt aber nicht allzu viel. Sollen wir Feld 10 machen? Hier kommt. Lasst Feld 10 machen. Machen wir Feld 10. Passt auf. Wir machen Feld 10. Ja. Doof gefahren, egal. Kriegen wir hin. Ich glaube, ganz groß sind die Bäume noch nicht. Die gehen, glaube ich, noch größer. Bäume gehen, glaube ich, noch größer. Ja, das Licht vom Drescher ist nicht wirklich optimal, aber okay. Ist halt so. Aber zumindest haben wir da eine relativ gute Arbeitsbreite mit. Relativ großen Korntank und der ist preiswert. Gerste auf Erzähl machen wir mal eben fertig. Können wir anschließend Ballen pressen. Das sollte dann eigentlich auch funktionieren. Hoffe ich zumindest mal.
Ich hab keinen Bock auf diese Schneidwerkswaren. Die sind mal. Komm, weg damit. Müssen wir so klarkommen. Müssen wir so klarkommen. Weg mit dem Ding. Ganz ehrlich. Das ist nur störend. Zeitaufwendig und störend. Sowas ist da nicht gut. In der Challenge. So, der ist dran. Also der macht das jetzt fertig hier. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir hier jetzt den Kipper. Kipper bauen wir jetzt, den werden wir uns besorgen. Wo steht da? Da. Da steht der Kipper. Es wird langsam hell. Endlich wird es langsam hell. Endlich wird es langsam hell. Das ist ja so schön. Die Bäume sind, glaube ich, noch nicht ausgewachsen. Da geht, glaube ich, noch mehr. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Gut, das wäre das. Das wäre das. Hätten wir hier zumindest noch mal Gerste. Wir hätten. Hä? Ich habe da vorhin geguckt, Strohablage war doch eingeschaltet. Verstehe ich nicht. Egal, ich lasse ihn jetzt drehen. Dann werde ich den Helfer rausschmeißen und Strohablage wieder einschalten. Ich weiß nicht, was der Schrott soll. Wir brauchen das Stroh, Leute. Dafür machen wir das ja. Machen wir das doch. Extra nur wegen dem Stroh. Das brauchen wir. Zwar nicht dringend, aber wir haben zu wenig, ne? Weiß zwar nicht, was der Helfer hier macht. Aber okay, hat er das Feld jetzt fertig? Ich guck lieber mal nach. Sieht soweit gut aus, okay. Hoppala. Die Sonne geht langsam auf. Sehr schön. So, die Sämaschine brauchen wir jetzt. Das heißt, den Grubber bringen wir weg, dann holen wir die Sämaschine. Und es wird hell. Es wird hell, Leute. Sehr schön. Sehr schönes Hotel. Also. Folgendes. Jetzt kommt die Einsatz auf Feld 31. Und ich sehe gerade, die Folge ist schon lange vorbei. Oha. Na gut, egal. Dann können wir noch.
Bierchen länger machen. Wenn es so ist, dann ist es so. Ich wollte eigentlich heute noch was machen. Egal. Machen wir dann in der nächsten Folge. Hoffentlich. Schauen wir da mal. In dem Sinne aber erstmal danke soweit fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter. Und ich sage einmal bis dahin natürlich. Servus und tschüss.